Na komm, mach grün. Ja, los. Gott. So, wir fahren mal ein bisschen schneller. Wir fahren ein bisschen langsamer. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt einen derben Anschiss von Captain Morgan. Ja, das ist auch geil. Close Door. Bisschen rennen wäre schnell. Es gibt einen Shortcut, glaube ich, sogar, für schneller Rennen. Dann wollen wir mal kurz gucken, was Captain Morgan so macht. Open Door. Anschiss abholen. It's good to see you, Sonny. Come over to my desk, yeah. And you worked hard trying to keep that punk Hoffman in jail. What shame that it's all for naught. Yeah. Can't believe Judge Palmer fell for that bunk about a stolen ID. By the way, we learned from the fingerprint search that Hoffman is really one Jason Scalia recent of Chicago. Yeah, ich hab den Warrant hier, Witzbold. After reading the Hoffman file, I think we should take a close look at the black book that was impounded along with his Cadillac get from Russ in the evidence lockups. Check it out, then get back to me if I have some other leads to investigate when we next meet. I may have some new ideas, so. Das ist jetzt blöd, weil normalerweise hätten wir das geschafft. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es sonst eine andere Sache gegangen wäre. Weil, ja, sonst ginge das hier nicht weiter. So, das heißt, wir gucken uns jetzt mal das Black Book an. Get Black Book. Now, Sonny, you know this is official evidence. Don't go running off with it. Was machen wir damit jetzt? Okay. Gambling Blackjack, initial plan for dealer room, meet in Elway, Cindy, Ammo meets W Boss, 3 Lunch, Robert G, Discipline Pimp, Terminate, L, Jill, oha, hier, zwei Leute umgebracht, Poker with JB, Evaluation of Phony's Corner, meet Gutless Wonder, initial plan, bla bla bla, ja. Return Black Book. After browsing through the suspect's personal address book, you return it to evidence. Look, Revolver. No, Sonny. Die haben wir uns aber aufgeschrieben. Ich vergleiche nochmal. 976-4912. Ja. Und wir haben auch das schon gemacht. Deshalb bin ich jetzt mal stark der Meinung, dass wir mal den Kollegen, dessen Nummer wir uns vorhin aufgeschrieben haben, anrufen sollten. Use phone number to dial. 1-312-555-3382. Chicago Police Department, Detective Tyber speaking. How may I help you? Information... Wie ist der Typ? Tazelli? Detective Tyber says, oh yes, we know your man. Jason Tazelli, alias Hoffman, alias Pearson. He's linked to big-time card shark and drug runner named Jesse Barnes. Baines. Jesse Baines. Ah, okay. Both I have dropped from sight in our area. I'll send you a mugshot of this guy Baines. Good luck. So, jetzt habe ich mir vorhin noch eine andere Nummer aufgeschrieben von dem Typen. Äh,
von dem, den wir da im Park gedingst haben. 5, 5, 5, 6, 5, 3, 5, 5, 5, 6, 5, 3, 7. No answer. Klick. War das nicht so? Dann nehmen wir noch mal die, die ich mir vorhin auch noch aufgeschrieben habe. Das funktioniert ja toll. Look in basket. Was ist das denn? Use phone. 5, 5, 5. 4, 5. 2, 2. Tja, keine Ahnung. So, jetzt haben wir uns das angeguckt. Hallo? Der Kollege Morgan hat ja gesagt, wir sollen wiederkommen, wenn wir uns das angeguckt haben. Leider ist er nicht da. Ach, ist ja lustig. Sonny says, Laura, just after you left, a hooker by the name of Sweet Cheeks Mary, who called you precious, called from the jail and said she needs to see you soon as possible. Aha, okay. Mhm. But before you go to the jail, morgen was... Das ist ja auch lustig. Das ist echt ulkig. Das heißt, wir gehen raus und wieder rein und irgendwas ist... Naja, egal. Die Spiele sind ja auch schon ein bisschen älter, das muss man denen ja auch lassen. So, mal gucken, was der gute Morgen sagt. Ja, ich kenne das ja schon. Hello, Sonny, I hear your little sweetheart is in the can. Ja, und Sonny, I think your friend Sweet Cheeks may be able to help you also out. It seems our drug problem is emanating from the Hotel Delphoria. I hear of the current state of affairs, I... Bet Sweet Cheeks would be willing to help you establish your cover at the hotel. Go over to the jail and see if she helps with the hotel operation. When you get back, I hold you briefing on the operation. I'll call the jail and arrange everything for you. Gut. Dann... klingelt mein Handy. Das müssen wir mal kurz leise machen. So, und gehen einmal zurück hier. Also mich dünkt, wir uns fehlen hier doch ein paar Punkte gerade. So, check. Check. Check.
So, having performed everything. Unsere Aufgabe ist jetzt in das Gefängnis zu fahren. Dort ist eine gute Dame namens Sweet Cheek Mary, die uns helfen soll bei unserem, ich hätte jetzt was gesagt, Drogenproblem, aber wir haben ja Gott sei Dank keins. Mit den Drogen, die irgendwie von dem Hotel ausgehen, und der Kollege Morgan, der hat alles arrangiert. Das heißt, wir sollen jetzt dorthin dröseln. Machen wir auch. Und gucken jetzt mal, ob wir diesen Warrant noch abgeben können. Um die Punkte zumindest noch zu kassieren. Weil das wäre nämlich top. Open Locker. Put Gun. What's in N? Put Gun. Close Locker. Ring Bell. So, sie wartet schon auf uns. Do your best to calm that girl down, will ya, Sonny? Don't get paid enough to listen to that crap. Nein, ich will... Ach, verdammte Scheiße, ich muss da direkt hingehen. As you approach, tell Sweet Cheek spots you and says, oh, Precious, I'm so happy to see you. Please come here and talk to me. I need your help, Sonny. I'm sorry, Sonny, but I got picked up an operation trick trap. I know you want me, but I thought the operation was over. I'll do anything to get out. Oh, Sonny, if only I had someone like you to call my own. Ja, schön. Wow, sweet lips, you exclaim. What, that hot or what? Was it hot or what? I'm sorry, Precious. I just couldn't resist you. Also, sie hat uns jetzt hier mal schön abgeknutscht. Oh, please get me out of that place. Also, wir sollen sie da rausholen. Und... werden jetzt... Was machen wir denn jetzt? ja. Help me. Oh, please, tell me what to do. Ja. Help me with Tazelli. Help me with drugs. Help me with hotel. Ah. Oh, Sonny. I'll help you do anything. That's... thank you so much. Oh, please, tell me what to do. Ja, danke. Embrace, you feel a thought. All the blood in your body rushes to your face. You explain the arrangements of Sweet Cheeks immediately to release her. Sweet Cheeks, as soon as you're released, I want you to go to the police station for a meeting with Lieutenant Morgan. Gut, also. Und nun? Help me with... Ja, ich glaube, das war's schon. Hey, Sonny, says the jailer in a loud voice, you've been messing with my female prisoners, or did you just start wearing lipstick today? Ten Morgan just called, he's sending a car over for Sweet Cheeks. Also, jetzt ist sie freigelassen. Give warrant to jailer. But now you'll never get it back. Ja. Macht nix. Aber keine Punkte dafür gekriegt.